Okay, Jahresrückblick auf meinem Account. Wir machen Stats Reveal. Ja, ohne Schnacken, jalla rein da direkt. Okay. Sieht schon mal nicht schlecht aus. Ah, Bino Gittens, Junge. Guck mal, er ist wieder zurück. Nachdem ich ihn abgegeben habe. Hallo? Ne, André Hahn. Zwei noch. Alter, sieht nicht schlecht aus. Rovea, scheiße, den habe ich doch schon. Ja, ist nicht gut, Jungs. Ach, Digga. Was sagt ihr zu dem neuen Dings hier, Jungs? Ich finde das richtig nice, dieses neue Intro hier. Also es ist ja kein Intro, es ist einfach so ein Übergang am Anfang halt. Richtig geil, Alter, hier so mit Dings, ey. So, gönn jetzt mal. Krankes Intro. Ach, scheiße, Digga, du weißt doch, was ich meine, Alter. Scheiß Hänger. So, skip. Es lohnt sich dran zu bleiben. Oh, baby boy. Ich hab gewusst, es lohnt sich dran zu bleiben, Babyboy. Okay, das ist unser Team für heute. Wir haben den neuen Kummern hier drin, den haben wir ja gezogen. Den Alexandro von der SPC und Stefan El Sharawi gekauft. Stefan. 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 Rest ist wie immer und dann gehen wir rein. Ihr seid so behindert, Alter. Ehrlich, ihr f*** euch ins Knie. Deutsch. Deutsch. Ich kriege jetzt wahrscheinlich einen Sieg geschenkt, wie ich FIFA kenne. Soll ich euch predicten, wie es ist? Ich kriege jetzt einen Sieg geschenkt. So frech einfach. Es ist einfach nur frech, meiner Meinung nach. Guck mal, wie ich jeden zweiten Ball kriege. Ich kriege Elfmeter geschenkt. Das Spiel ist so frech. Ich will eigentlich soll ich daneben schießen und die Scheiße quitten, aus Prinzip. Aber ich will natürlich die guten Rewards dabei haben. Ist ja logisch. Aber das ist frech. Ja, ich bitte bei 1-0. Habe ich es euch predicted oder habe ich es euch nicht predicted? Schreibt es mir in den Chat. Habe ich es? Ich habe da gar nicht. Okay. Es nervt mich. Es nervt mich so krass, dass dieses Spiel. Oh, es nervt mich so krass. EA Sports. It's only a game. Why you have to be mad? So, 14 Siege-Rewards auf der PS5. Seit langem mal wieder. Im Team of the Week ist, glaube ich, sogar Ronaldo drin, ne? Ich hätte Bock auf Ronaldo, Son. Wäre das auch nicht schlecht? Wir haben ein paar coole Karten drin, ne? Okay, wir starten mit dem mittleren Pick. Chilwell. Oh, nichts Besonderes. Der linke Pick. Daniel Olmo, wenigstens 89, nehme ich mit. Und noch der letzte. 87, wieder nur Rating, wie es fürs Team of the Week üblich ist. Da haben wir 1 von 3, 84 plus Player Picks. Wir machen beim ersten ein Stats Reveal. Mount. Es werden doch wieder nur 84er und 85er, Alter. Okay, wenigstens Erling Haaland. Den nächsten gehen wir mal so rein. 85er. Keine Hoffnung mehr. Skip. Ja. Mäßige Rewards mal wieder von den Picks her. Team of the Week Set vielleicht hier mal Ronaldo für die paar Coins. Ich würde es mitnehmen. Gönn mal. Oder Son? Es wird Chilwell. Okay, vielleicht jetzt wenigstens die Packs. Vielleicht hier mal eine Foot Birthday Icon. Yay. Hätte ich es mir nicht verdient. Wir gehen rein. Mbappé. Ja, wenigstens neuer. 99 ist richtig gut eigentlich. 90 Rating ist super. Ja, letztes Pack habe ich auch keine Hoffnung mehr. Wir gehen einfach rein. Quatsch. Theo Hernandez, 85. Backlash written on me. Card dropping on a glass bowl. I've been balling. Free my ladies in the counter now. I'm already out. Already on the countdown. I'ma set it right. Get the backlash.